Nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines gehen die Ermittlungen offenbar in eine neue Richtung. Sie führten erneut in die Ukraine, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Dabei gehe es unter anderem auch um Briefkastenfirmen. Außerdem hätten deutsche Behörden einen Verdächtigen identifiziert. Es soll sich um einen Ukrainer mit Verbindungen zum ukrainischen Militär handeln. Wer letztlich hinter den Anschlägen auf die beiden Gaspipelines im Herbst vergangenen Jahres steckt, ist aber weiter unklar. Sowohl die Ukraine als auch Russland streiten jegliche Beteiligung ab. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.